und herzlich willkommen zu einem neuen Hands-On. Wir schauen uns Lego Harry Potter an. Es ist ein großes Spiel, 450 Megabyte. Kostet dementsprechend auch mehr als 80 Cent. Den genauen Preis weiß ich gerade nicht, der steht bestimmt in der Beschreibung. Ja, und wir schauen uns das einfach mal an. Den iPod habe ich schon neu gestartet. Das soll man bei so großen Spielen ja immer machen, weil sonst der Arbeitsspeicher voll ist. Warner Brothers Games. Ja. Und natürlich von Lego. Also es ist Lego Harry Potter. Und Telltale. Das sind die gleichen, die auch die großen Konsolenspiele und so weiter gemacht haben. Telltale Fusion ist wahrscheinlich irgendwie so die Mobile-Abteilung von denen. Ja, und das ist Jahre 1 bis 4. Genauso wie das große Spiel. Wird es wahrscheinlich noch einen zweiten Teil geben. Berühre den Bildschirm, um zu beginnen. Spielen. Ja. Ladezeit. Katzentier. Aha. Ja. Und da ist der kleine Harry Potter. Also wie man das von Lego-Spielen kennt, erzählen die ja meistens die Geschichte von Filmen, je nachdem, ob sie Film nachgemacht sind. So in lustiger, vereinfachter, schneller, kurzer Form. Und so ist es wahrscheinlich auch hier. Ja, und wir sind in-game. Berühre den Bildschirm oder benutze das Steuerkreuz, um deinen Charakter zu bewegen. Ich würde doch lieber das Steuerkreuz benutzen. Wo ist das Steuerkreuz? Im Optionsmenü. Durch diese Tür können wir nicht, oder doch? Ja. Ah, wir können auch so um Harry Potter drum ziehen und dann läuft, ja. Aber das sieht ja vor allem grafisch nicht schlecht aus. Also jetzt nicht ganz so gut, also wirklich nicht so gut wie die Konsolenspiele. Und wir kriegen jetzt wohl unsere Aufgabe von dem Typ mit dem goldenen Blitz. Ich habe eine Aufgabe für dich, Junge. Ich brauche dich, damit du Dudleys Geschenke findest. Dann finden wir nochmal Dudleys Geschenke. Ben hatte ich gebeten, ja, Gruppe Harry Potter, Freizeit, Inventar leer. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Du bist für aktuelle Suchaufgaben findest. Dudley Dursley, du solltest besser meine Geschenke finden, Harry. Liebend gerne. Oh. Achso, nur eine kleine Ladezeit. Mein Map. Können wir durch Türen? Nope. Ich habe eines von Dudleys Geschenken gefunden. Lass es nicht fallen. Okay, eins haben wir gefunden. Doch, wo ist das zweite? Durch die Türen können wir wirklich nicht. Dann gehen wir mal wieder runter. Ja, ist auch klar, dass es hier solche Ladezeiten gibt, weil anders würde der iPod das niemals schaffen. Berühre das Symbol deines Charakters. Aha! Wir können hier die Charaktere wechseln und wahrscheinlich haben die, wie im großen Spiel, dann noch so Spezialfähigkeiten. Ja. Um den Charakter zu wechseln, berühre wiederholt deinen Charakter oder das Charakterporträt. Ne, nicht hier, sondern, ja, wir können einfach so wechseln. Dann hätten wir ja alle Geschenke gefunden und können zurück. Vielleicht als Harry zu Mr. Dursley. Es wurde auch Zeit. Jetzt gib sie mir. Geschafft. Och ne, nochmal. Die Post sollte eigentlich schon hier sein. Geh und sieh nach. Natürlich. Der Brief beendet.
Ja, sehr tutorialartig. Hogwarts. Ah ja. Ja, der Lego-Stil ist schon sehr schön. Und vor allem, dass es hier anscheinend auch die Originalfilme sind. Also die Originalfilme aus den großen Spielen, meine ich. Das ist schon ganz nett. Ja, ja. Ja, sehr schön gemacht. Dann auf. Nach Hogwarts. Oder, nein, 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 wir sind doch erst. Ich kann mich gar nicht mehr gut erinnern. Zu Hagrid, oder? Ja. The Leaky Cauldron. Ja, es muss viel laden, aber das ist auch verständlich. Weil es sieht wirklich ziemlich gut aus für ein iPod-Spiel. Ach du meine Güte, es ist Harry Potter. Harry, kannst du mir einen Gefallen tun? Einige meiner Kunden wollen dich gerne kennenlernen. Besteht die Möglichkeit, ihnen kurz Hallo zu sagen? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so ist, dass wir immer nur an solche Orte kommen und dann so Mini-Quests erledigen müssten, sondern das ist schon so ein richtiges Lego-Spiel mit Gegner verkloppen und so weiter wird. Weil sonst wäre das ja etwas langweilig, aber reden wir erstmal. Willkommen zurück, Herr Potter. Willkommen. Ja, okay. Relativ irrelevantes Zeug, was die hier sagen. Harry, ja, ja, ja. Super. Und noch einer. Hexe. Auftrag beendet. Gut gemacht, wir gehen jetzt besser weiter. Wie von Geisterhand öffnet sich die Tür. Aber es ist ja Harry Potter, da kann man sowas verstehen. Und wir haben schon 7 Minuten, also noch etwas Zeit schon, aber... Wenn ich die Wand mit meinem Regenschirm antippe, wird sie den Weg zur Winkelgasse öffnen. Dann verwandeln wir uns mal. Schau dir die Steine an der Wand an. Kopiere die Kombination, in der die Steine aufleuchten. Wenn du es beim ersten Versuch schaffst, erhältst du mehr Punkte. Na. Das war jetzt nicht so schwer. Schade, dass es dafür noch 2-mal laden muss. Wirkt ja jetzt nicht so aufwendig. Aber naja. Und da transformiert sie sich um. Super flüssig. Willkommen in der Winkelgasse. Ich schaue dich um, solange wir warten, bis Gringotts Bank öffnet. Na, oh, das ist bestimmt nicht auf Zeit, sondern wir müssen irgendwas machen. Jetzt mal wieder zu Harry. Der ist ein bisschen schneller als der fette Hagrid. Ladenbesitzer, könntest du mir helfen, alle meine Ratten zu fangen? Sie scheinen entflohen zu sein. Geflohen. Natürlich. Kommt her. Nur eins. Och, 6 Stück. 2. 3. Werden aber auch auf der Minikarte angezeigt. Na, komm her. Ratte. Also bisher würde es in einem großen Lego-Spiel schon längst irgendwelche Gegner zum Verhauen gegeben haben. Aber wir werden sehen. Oh, gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch ihre Käfige reparieren. Das ist wahr. Ui. Ein goldenen Dingens. So wie Minikits oder Bad, bla bla bla, oder Schatztruhen in Indiana Jones halt, wer die Lego-Spiele kennt. Zeit, sich auf den Weg zu Gringotts Bank zu machen.
Da läuft etwas hakelig, der Mann. Oder der Troll oder was ist das? Goblin. Nein. Etwas nerviger Gelaber-Loop hier. Aber was soll's. Auf in die Bank. Ja, wirklich sehr schön gemacht. Kennt man auch gleich wieder aus dem Film. Und dann werden wir mal mit dem Herrn Gringot reden. Oh. Oh. Who are you, Armor? Yay! Klasse. Und das Level ist geschafft. Und dann gucken wir noch ganz kurz ins nächste rein. Nur weil ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen Standard-Lego-Action bekommen. Und dass das nicht so bleibt. Aber eigentlich haben wir kaum noch Zeit. Willkommen zu Gringotts. Ja, ja, okay. Ich will es jetzt gar nicht wissen. Schnell weiter. Ich weiß auch nicht, was mir das Geld bringt. Wahrscheinlich kann ich mir dann Zeug kaufen. Starke Charaktere. Quasi ein QTE. Ich will schnell sein, also. Oh, ich kann sogar hier. Heini nehmen. Ein Minispiel. Hä? Aha. Ich muss hier den Zahnrädern so folgen, aber genau verstanden habe ich jetzt auch nicht. Hauptsache, wir sehen noch ein paar Gegner. Und was ein bisschen nervig ist, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber dadurch, dass ich quasi, wenn ich zum Beispiel nach rechts oben laufe, mit dem Finger quer über den Bildschirm gehen muss, angenommen ich benutze jetzt meine linke Hand, sehe ich kaum was. Das macht die Sache etwas umständlich. Gut, dass es da nicht extra noch ein Minispiel laden muss. Dann auf in die Bankminen, oder? Ich würde sagen, das reicht erstmal. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. So wie letztes Mal auch noch dieses Mal kurz hinten dran. Man hat ja leider noch nicht gesehen, dass es irgendwelche Gegner gibt. Aber es gibt welche und es gibt eine sehr gute Steuerpad-Steuerung, so wie man sie von Gameloft-Spielen kennt, dass sich das deutlich bequemer steuern lässt, also wie ich das im Video gemacht habe. Dann gibt es auch zwei Buttons, mit denen man jederzeit Fässer, Sofas kaputt machen, aufbauen, wieder kaputt machen kann, um schön viele Münzen einzusammeln. Also es wird quasi noch normal Lego-mäßig. Das soll jetzt kein Review sein, nur damit man jetzt nicht enttäuscht ist und sagt, ja, das ist ja scheiße, nur Quests erledigen oder so. Ist natürlich schade, dass sie Text eingebaut haben, weil es eigentlich Lego-Spiel untypisch ist, dass es Text gibt. Es ist eher alles nonverbal und so weiter. Ja, aber ich glaube, es macht noch ganz schön Spaß. Ich habe es jetzt vielleicht 15 Minuten weitergespielt. Vielleicht sehen wir uns das nochmal im Review an. Bis zum nächsten Video.